If you have a accusative object and a dative object in one sentence, what is the positioning of these objects? Which one comes first? In this video, I will teach you all the rules and also all exceptions so you will never make any mistakes again when it comes to the positioning. Viel Spaß! Hallo, liebe Deutschstudentinnen und Deutschstudenten. Ich hoffe, es geht euch gut. If you are new here, welcome to your German teacher. Ich heiße Luzi. My name is Luzi and I'm here to help you to improve your German. In diesem Video sprechen wir über den Satzbau, Sentence Structure, vom Akkusativobjekt und Dativobjekt. Es gibt drei Regeln. You have three rules which you have to consider when it comes to the sentence structure of the dative and the accusative object. Nummer 1. Nummer eins. Beispielsätze mit zwei Nomen. Beispielsätze mit zwei Nomen. Examples with two nouns. Zum Beispiel. Das Beispiel Nummer eins. Die Mutter schenkt dem Kind einen Teddybär. Die Mutter schenkt dem Kind einen Teddybär. Beispiel Satz 2. Die Eltern schicken der Lehrerin eine E-Mail. Die Eltern schicken der Lehrerin eine E-Mail. Und Beispiel 3. Hans gibt der Schwester ein Auto. Das sind die drei Beispiele. Schauen wir uns das an im Satzbau. Let's look at this in the sentence structure. Wir haben hier die drei Beispiele. You have here the three examples. Und Position 1, Position 1 ist das Subjekt. Position 2 ist das Verb. Position 3 das Dativobjekt und Position 4 ist das Akkusativobjekt. So this is the normal rule if you have two objects, a dative and accusative object usually Dativobjekt zuerst, first and then Akkusativobjekt. Also die Regel heißt, bei zwei Nomen normalerweise Dativ vor Akkusativ. If you have two nouns, usually you put dative in front of the accusative. And as you can see here at the end of the sentence, das Akkusativobjekt ist mit einem unbestimmten Artikel. There is an indefinite article in front of the accusative object. And if the accusative object has a indefinite article, this means you always put it behind the dative object. But this normalerweise, this usually means there are also some exceptions. Ausnahme Nummer eins, ein bestimmter Artikel. We have the same sentence like before. Die Mutter schenkt dem Kind einen Teddy. Das ist normal, der normale Satz. Jetzt mit bestimmtem Akkusativartikel: Die Mutter schenkt einem Kind den Teddy. So here you see the accusative object gets the definite article, but the sentence structure is still the same. But now, you because it's a definite article, you can also change this. So you can say die Mutter schenkt den Teddy einem Kind. So if the accusative object has a definite article, then you can actually put this in front of the dative object. But now you're probably gonna see, but Lützi, what about if we have two definite articles? And that's the exception number two, Ausnahme zwei, zwei bestimmte Artikel. We have the same sentence again, die Mutter schenkt dem Kind einen Teddy. Zwei bestimmte Artikel. Die Mutter schenkt dem Kind den Teddy. So you see here we have two definite articles, but still the dative is in front of the accusative. But you can also say Die Mutter schenkt den Teddy dem Kind. So you see here again we can change the word order if the accusative object has a definite article, then it actually doesn't matter if the dative is definite or indefinite, you can put it before the dative object but again if the accusative object has a indefinite article then as you can see here in the first sentence the accusative object always comes after the dative object regel nummer zwei beispielsätze mit einem pronomen so now we add a pronoun instead of just two nouns we add a pronoun The sentences are always the same. The original sentence you see here, the black one is, die Mutter schenkt dem Kind den Teddybär. Und mit einem Pronomen heißt der Satz jetzt, die Mutter schenkt ihn dem Kind. Oder für Satz 2, again the same sentence, die Eltern schicken der Lehrerin eine E-Mail. Mit Pronomen, die Eltern schicken ihr eine E-Mail. Oder Satz 3, Hans gibt ihr ein Auto. Satzbau. Schauen wir uns den Satzbau an. Again, auf Position 1 ist das Subjekt, Position 2 ist das Verb und auf Position 3 ist das Pronomen und auf Position 4 ist das zweite Nomen. So again, you can see here, first always the pronoun and then the normal noun. And usually the pronoun comes right after the verb. Also, die Regel heißt, Personalpronomen stehen vor dem Nomen. If you have personal pronouns, then this one is in front of the noun. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Also, here there are some exceptions. Again, we have the same sentence. Die Motto schenkt dem Kind den Teddy. Now, with one pronoun, die Motto schenkt ihm den Teddy. That's what we know so far. That's the rule and the pronoun comes before the noun. And now the third example. Die Motto schenkt den Teddy ihm. So again, if you have the accusative object with a definite article and the dative object in pronoun, then you can actually put the accusative object in front of the pronoun. That's the exception. But this is only Wenn man betonen will, wer den Teddy bekommt. Wenn man betonen will, heißt, who if you want to emphasize who gets the teddy bear. So, this is the exception. If you really want to emphasize the person, then you can put the pronoun in the end. So, as an example, has sie die Mutter. Die Mutter schenkt den Teddy dem Kind und nicht, for example, dem Mann. She gives the teddy bear to her child and not. To the husband. Regel Nummer 3. Beispielsätze mit zwei Pronomen. Wieder die gleichen Sätze. Die Mutter schenkt dem Kind den Teddybär. Mit zwei Pronomen heißt der Satz, die Mutter schenkt ihn ihm. Beispiel 2. Die Eltern schicken sie ihr. Und Beispiel 3. Hans gibt es ihr. Es ist, ist das Auto, heißt das Personalpronomen für das Auto. Also, im Satzbau sieht das so aus. Again, Position 1 ist das Subjekt, Position 2 das Verb, Position 3 ist das Akkusativpronomen und Position 4 ist das Dativpronomen. So here you can see the accusative comes first before the dative. Also die Regel heißt bei zwei Personalpronomen ist die Regel Akkusativ vor Dativ if you have two personal pronouns accusative comes first before the dative but again unfortunately there is an exception this rule applies only for Personalpronomen personal pronouns but of course there are also other pronouns Such as, for example, demonstrativ pronomen. If you point at something, dieser, diese, dieses. Oder possessive pronomen. Possessive pronomen, hein, das ist meins, meins, deins, seins. Das sind possessiv pronomen. Schauen wir es im Satzbau an. We take the same sentence. Die Mutter schenkt dem Kind einen Teddy. That's the normal sentence. Now with personal pronouns becomes die Mutter schenkt ihn ihm. If you have two personal pronouns, accusative before dative. Now, let's do an example with demonstrativ Pronomen. Die Mutter schenkt ihm diesen. Diesen ist das Demonstrativpronomen. Oder ein possessiv Pronomen. Die Mutter schenkt ihm meinen. Meinen Teddybär. So, the rule is here. Wenn es nicht Personalpronomen sind, ist die Regel dativ vor akkusativ. If it's not two personal pronoun, then always dative before accusative. Bonus tip: I want to share one more tip with you here, one more hint, which is "alt for neu." "Alt for neu" heißt "old before new." What does this mean? Zum Beispiel, Pronomen oder bestimmte Artikel. Das sind alte oder bekannte Informationen. If you have a pronoun or a noun with definite articles, this means this information we already have. This is nothing new. This is old. We already know this information. Oder kein Artikel oder unbestimmter Artikel heißt, das sind neue Informationen. So if you have nouns with no articles or a indefinite article, this means this is a complete new information for us. And here this tip helps you to actually memorize the rules we just did before. So if you know this, it's like if you know the old information, the old information you know already comes in the beginning, and at the end you always put the new information. So first all the information. Meaning pronouns or definite articles, nouns with definite articles, and then at the end the new information. So first old und dann neu. And if you want to know more information about the word order in a normal long, long complete sentence with more additional sentence elements, then just click here. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und hoffe bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss und Bye-bye.